Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legends of Runeterra. Die letzte Folge ist ein bisschen her. Seitdem gibt es auch wieder eine neue Ranked Season. Jetzt muss ich kurz mal die Startern überlegen. Ich beginne, das heißt, die Nachhut der Legion ist eine gute Karte. Ausspiel, manifestiere einen Zauber aus deiner Region, der drei oder weniger kostet. Auch das ist gar nicht mal so schlecht. Damit würde ich gehen. Six wäre noch ganz gut. Eine Runde 3, aber gut. Spielstab, beschwöre mich einmal aus deinem Deck, wenn alle deine Karten aus Shurima sind. Countdown 25, erneuere die Sonnenscheibe, wenn ein Verbündeter aufgestiegen, der die nächste Stufe erreicht, zähle mich um 1 herunter. Alles klar. An mir kommt niemand vorbei. Werde ich noch herausfinden, was das bedeutet. Okay, bereit. Aber die 3 Schaden nehme ich erstmal mit. Für den Gegner. Konservarium. Wenn ich beschworen werde, ziehe 1, Countdown 2, ziehe 1. Eine Behelfsbombe beschwören. Könnte ich aber nochmal irgendwann zwischendrin machen. Ich würde den Steinstapler nehmen. Stapel, Stapel! Auf, auf! Jetzt ist die Frage, ob ich direkt angreife oder erstmal ausspiele. Ich würde komplettes Risiko gehen. Unsere Stadt schwört Shurima stolz die Treue. In der Hoffnung, dass er für einen Mana jetzt nicht mehr zaubern kann hier. Diesmal streng ich mich mehr an. Er muss einen blocken, ansonsten kriegt er ordentlich Damage. Sind trotzdem noch 10 Schaden, die ich hier austeile. Weil mit den beiden hier jeweils einen Schlag noch haben. Sieht also ganz gut aus. Aber gut, ich muss ihn noch relativ schnell down bekommen, ansonsten habe ich ein Problem. Genug Karten dürft ihr auf der Hand haben, um zu reagieren. Ich will nicht wissen, was dich aufgeregt hat. Ausspielen Prophezei. Einen flüchtigen Giftpfeil. Ausspielen, versuche einen Schaden an einem Verbündeten, um 2 Schaden im gegnerischen Nexus zu verursachen. Das kann ich jederzeit spielen noch. Ich würde jetzt den belehrenden Jordel spielen. Und deshalb hat man immer eine Ersatzbrille dabei. Werde ich blocken, wenn er angreift? Wenn, dann nur, dass ich den Vorteil habe. Das heißt, vielleicht den Jordel. Den Steinstapler definitiv werde ich nicht opfern. Der wird jetzt aber auch scheinbar schon ein bisschen vernichtet hier. Jep. Ist okay. Hätte schlimmer enden können. Ursache einen Schaden an einem Gegner und betäube ihn. Wirf zum Ausspielen eine Karte ab, manifestiere einen Mecha-Jordel. Ein kämpfender Verbündeter attackiert einen kämpfenden Gegner. Ich würde sagen, wir nehmen die Prügel. Sehen wir uns das Leben unter den Wellen an. Wir leben in gesegneten Zeiten. Und dann ist die Frage, nochmal den einfallsreichen Chemikerin, also die beiden hier, die einfallsreiche Chemikerin und die imperiale Sprengstoffexperte, wenn ich die beiden noch spiele, oder ich greife direkt an. Ich würde sagen, ich greife erstmal an. Okay. Und würde einen betäuben noch. Dann muss er instant reagieren mit einem Zauber, hat nur noch 3 Mana. Er hier wird blockiert, meiner Meinung nach, oder? Wenn nicht, dann ein bisschen Respekt. Mal schauen. Pass mal auf! Hör mir zu! Wir haben doch was vor! Nicht anfassen! Nicht hier, nicht jetzt. Bin mal gespannt. Schneller Zauber müsste eigentlich vor der Kampfphase kommen. Wobei, nicht sofort, ne? Ja. Unser Jubel übertönt dich. Das überlegt ist schon mal eine gute. Ne, sehr, sehr gute Nummer. Wir haben doch was vor.
Ja, er wird zurückgeschmissen. Dadurch mache ich jetzt hier 5 Damage. Beziehungsweise nur 2. Okay, durch schnell wird er nicht angegriffen, aber etc. Also das habe ich jetzt nicht ganz durchblickt, warum der Jordel hier nicht mehr angegriffen hat. Aber nicht schlimm. Menschen sterben. Shurima lebt ewig. Ja, ich könnte erstmal auf die einfallsreiche Chemikerin gehen. Wo ist nur dieses Becherglas hin? Los, Team, das Abenteuer ruft. Geh auf Poppy. Mach Platz! Es ist Zeit! Nexus-Schlag verursache einen Schaden am gegnerischen Nexus. Vergänglich. Ich könnte ihn blocken. Relativ simpel mit ihm hier sogar. Ausdauer ist wichtig. Ein glorreiches Opfer. Melde mich zum Dienst. Jetzt ist die große Frage, wie viel zaubert auf der Hand? Ich greife direkt an. Du wagst es. Sie wagen es. Er macht noch einen Zauber. Ihn konnte ich noch killen. Jetzt kann man noch Karten ausspielen. Verursache einen Schaden an einem beliebigen Ziel und verstecke 3 Poffpilze. Na ja, klar, wir gehen hier hin. Auf den Nexus. Ich könnte noch die imperiale Sprengstoffmeisterin spielen oder Expertin. Würde mit Poppy, denke ich, gehen. Ich hätte mit dir gerade eben auch noch angreifen können. So wollte ich aber eigentlich den Vorteil nutzen. Dass ich direkt angefahren habe. Wenn er keinen Zauber gehabt hätte, hätte es ja auch klappen können. Endlich treffen wir uns, weiser Nasus. In der Tat, die Zeit hat mich. Ich brauche auch nur noch meine eine Karte mit den 5 Damage. Beschwöre einen zufälligen angreifenden Poro mit 1 Kosten. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Könnte ich noch den Poro-Schlitten nehmen? Das verlangt nach meinem größten Amtshut. Er darf sich nur nicht healen. Alles andere wäre okay. Leben und Tod verwoben. Leben und Tod miteinander verwoben. Läuft bei ihm. Wir spielen noch den Poroschlitten. Alles wird gewogen. Erhebe dich! Ich könnte ihn, glaube ich, nur blocken mit einer Karte, die genau mehr Angriff hat als mit ihm hier. Ein Schaden. Verursache 3 Schaden an dem Verbündeten, um einem beliebigen Ziel 3 Schaden zu verursachen. Alles verstanden? Das machen wir so. Erstens will ich dann direkt seine Verteidigung rausziehen und die 3 Schaden, die durchgehen. Dein Geist ist leer. Zerstöre einen deiner Mana-Steine, um am schnellen, langsamen gegnerischen Zauber. Okay. Damit konnte er meinen Zauber kontern, aber ich habe trotzdem noch den einen Puffpilz hier.
Also einen giftigen Pfeil mit Puffpilzen. Wenn ich sie ausspiele, verursache einen Schaden an einem Verbündeten, um 2 Schaden am gegnerischen Nexus zu versuchen. Ich habe keinen Verbündeten, also muss ich nächste Runde nur den Verbündeten ziehen. Six. Dein Imperator befiehlt es. Aber damit habe ich verloren. Finde Ruhe. Schade. Erstes Match verloren. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins nächste Match. Runde 2. Bin mal gespannt. Stupsstock, Saboteurin der Legion, Six oder einfallsreiche Chemikerin. Angriff verursache einen Schaden im gegnerischen Nexus. Wenn ich beschworen werde, beschwöre eine Behelfsbombe. Stupsstock, verursache einen Schaden einem Ziel. Beliebige, ziehe eine Karte. Ich glaube, damit bin ich aber gar nicht mal so unzufrieden. Ich hätte das Match gerade eben, glaube ich, gewinnen können, wenn ich die Saboteurin vorher gespielt hätte. Aber ich wollte sie mir halt als finalen Damage aufheben. Unbrennbar! Finden wir es raus! Den einen Damage nehme ich. Ich könnte jetzt ja den Stupsstock benutzen, um ihn zu killen. Weiß nicht, ob das wirklich viel Sinn macht. Andererseits ziehe ich eine Karte und kann dann nochmal mit 2 angreifen. Ich glaube, das ist schon okay. Das ist ein schneller Zauber. Wir machen das so. Theoretisch, wenn er jetzt blockt. Hat er auch einen Stupsstock drin? Otterpuss. Mhm, die Hausspinne. Na gut, ich könnte jetzt 6 spielen. Du bist in diesem Spiel plus 4 verbindende Wahrzeichen zerstört. Wer eine Bändelschützin bombardiert, bombardiert uns alle. Ja, das ist der Sinn von Sprengstoff. Er greift nicht an. Okay. Verursache 3 schon einen Verbündeten, um einem beliebigen Ziel 3 Schaden zuzufügen. Oder die Saboteurin, wenn sie angreift, einen Schaden am Nexus. Ich könnte auch die Hausspinne und den Kontrollogen spielen. Ich tendiere dazu, die Bordübermacht zu bekommen. Ich denke nicht, dass er wirklich ein passives Deck hat, sondern er ja auch aggressiv. Das heißt, wenn ich jetzt viele Diener spiele, könnte ich ihn vielleicht outpacen. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es versuchen zumindest. Ich weiß, dass der Held hier irgendwo sein muss. Deswegen Masse statt Klasse. Niemand kriegt was mit. Jagen wir sie hoch! Das ist eine ordentliche Offense, würde ich sagen. Fürs Early Game. Er kann natürlich wieder schön seine Diener hinlegen, um zu verteidigen, klar. Aber das sind wir mit dem Deck ja gewohnt. Hinsetzen. Damit käme immer noch 8 Schaden durch. Auf die hier bin ich besonders gespannt. Poppy wäre jetzt auch nicht schlecht, wenn ich sie hätte. Und da ist sie auch gleich. Könnte ich in der nächsten Runde spielen, wenn ich eh angreife. So ein Teil haben die noch nie gesehen. Die 3 Schaden würde ich mal nicht nehmen. Verursache 2 Schaden an einer Einheit oder 1 Schaden an 2 Gegnern. Ich habe einen 6 in deinem Deck. Ich würde mal behaupten, ich nehme die 2 Schaden auf Poppy hier.
Setze die Werte einer Einheit höher. Okay. Kann man machen. Wenn er damit angreift, ist es relativ simpel für mich zu verteidigen. Aber ich glaube, da kommt noch mehr. Er muss ja mit Poppy auch angreifen. Okay, tut er nicht. Zeige mich. Würde sie ungern opfern, aber der eine Schaden, ganz ehrlich. Den einen Schaden kann ich abhaben. Also, dass sie nicht einen Schaden verursacht. Gewähre beim Wirken oder Abwerfen allen Verbündeten 1-0. Erhöhe einen Verbündeten in dieser Runde auf 3-3. Verursache einen Schaden an der Einheit, wenn du plus 4 Verbündete hast, verursache stattdessen 2 Schaden. Das hätte ich gerade eben gebraucht. Ich denke. Nehmen wir die Weitsicht. Waren alle drei nicht gut. Okay. Ich nehme Poppy. Das Abenteuer ruft. Und sieht jetzt schon schlecht aus, denn ich kann die Weitsicht nicht mehr spielen. Mit den beiden, jetzt mit Poppy zumindest, kann er gut abwehren. Die andere Poppy von mir. Gewehre anverbinden mit gleicher oder weniger Stärke 1-1. Ja, das heißt, er würde hier plus 1-1 bekommen. Sie selber glaube ich nicht. Glaub mir, ich mach keine Witze. Also bringt es mir nicht viel anzugreifen. Andererseits bringt es mir auch überhaupt nichts abzuwarten. Also gehe ich mal den... Gehe ich mal leider... Und beiße den bitteren Apfel hier. Er kann blocken, aber ich mache trotzdem Schaden. Und Poppy bekommt doch plus 1-1. Zumindest das ist gut gewesen. Ich wusste nicht ganz genau, ob das beim Angriff sie noch mit verstärkt. Eine für dich und eine für dich. Die Damage lässt er durch, okay. Das lief sehr gut. Denn dann hörten wir mit beiden noxianischen Inbrunstschlägen hier. Hätten wir die Chance zu gewinnen. Wir haben hier jetzt nochmal schön Zaubermana dazu bekommen. Wenn Verbündete angreifen, beschwöre einen angreifenden Sandsoldaten. Bin gespannt. Okay, imperiale Sprengstoffexpertin auch stark. Da muss nur ein oxianischer Inbrunst muss dann durchgehen. Heißt, ich werde die drei jetzt in diesem Zug spielen. Nicht den gleichen Fehler machen wie im vorherigen Match, dass ich sage, okay, gut, ich möchte den Damage auf jeden Fall frisch machen. Ich greife an. Lass mich vor. Okay. Ich werde den Schaden auf Six machen und dann eben auf den Nexus. Und den anderen werde ich auch nochmal auf Six machen und auf den Nexus. Und werde hiermit dann noch Poppy blocken. Oder sie bzw. er. Mit ihm block ich... Darf ich gar nicht blocken. Trotzdem funktioniert es vielleicht nicht mehr. Gewehre beim Wirken abwerfen allen Verbündeten plus 1-0 brauche ich nicht. Ich würde sagen... Block aber gar nicht, denn das dürfte reichen. 11 Schaden, die tanke ich weg. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. Komm, wir machen das so. Ausdauer ist wichtig. Zuerst müssten die Zauber ja wirken, weil sie beide schnell sind. Das heißt, der braucht jetzt einen Zauber, der sofort ist oder auch schnell, damit er meine blockieren kann hier. Ich opfere Zix quasi für den Sieg. Und damit haben wir gewonnen.
Immerhin. Ja, man braucht immer ein bisschen in dieses Spiel wieder reinzukommen. Es ist sehr, sehr schnell und man vergisst vielleicht schnell etwas. Aber das ist nicht schlimm. Denn ich würde sagen, es war trotzdem ganz unterhaltsam zumindest. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie hier großartig was zu reißen oder zu erreichen. Ein bisschen Spaß haben. Bestenfalls euch noch ganz gut unterhalten. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, in den nächsten Folgen vielleicht mal wieder eine Expedition zu machen oder eben den Pfad der Champions. Ranked, ja, ist halt schwierig. Du brauchst halt ein richtig starkes Deck an sich. Und da fehlen mir letztendlich einfach die Champions und die Karten, um dann mich, wie bei Hearthstone zum Beispiel, eben nach der Meta zu richten oder nach Konterdecks etc. Denn da fehlen mir letztendlich die Karten. Ich habe jetzt dieses Deck und das war es dann letztendlich auch schon. Ja, muss ich mal schauen, solange das Deck halt funktioniert, natürlich, gibt es ab und zu mal ein bisschen Ranked, ansonsten Expedition, Pfad der Champions, ja, je nachdem, was halt dann so passt. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut in der nächsten Folge wieder mit rein und haut rein.